So, Servus Angelfreund. Ja, dieses Video, was du jetzt gerade guckst, ist aus der 30-Tage-Challenge unserer Facebook-Gruppe Angeln auf Karpfen. Also, wenn du im Anschluss mehr von diesen Videos sehen möchtest, dann tritt unbedingt unserer Facebook-Gruppe bei. Den Link dazu findest du unterhalb in der Beschreibung. Angeln auf Karpfen heißt die Facebook-Gruppe. Und Achtung, am Ende dieses Videos habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Und dementsprechend bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Tag 2 von der 30-Tage-Challenge. Und ich würde sagen, heute wird gar nicht lang gelabert. Heute wird direkt losgelegt. Und zwar, heutiges Thema Luftdruck. Und das Thema wurde vorgeschlagen vom Steffen. Danke Steffen nochmal dafür. Steffen hat auch gemeint Windrichtung und so weiter. Aber dazu werde ich dann am besten noch ein eigenes Video machen, weil wie gesagt, 2 bis 5 Minuten habe ich mir festgelegt und dementsprechend ist nicht viel Zeit. Yo. So, let's go. Also Luftdruck. Warum der Luftdruck? Es geht um Folgendes. Und zwar auf lange Sicht gesehen kannst du definitiv erfolgreicher auf Karpfen angeln. Beziehungsweise, wenn man jetzt ein ganzes Jahr rechnet, dann kannst du definitiv mehr fangen als andere. Indem du halt bestimmte Dinge machst und beachtest. Und dazu gehört natürlich auch der Luftdruck. Und das ziehe ich mir jetzt auch nicht irgendwie aus der Nase oder so, sondern das ist wirklich erfahrungsgemäß, entspricht das auch der Wahrheit. Und auch viele Experten haben das nicht nur so empfunden, auch dementsprechend bestätigt. Die haben 200 bis 300 Angeltage im Jahr. Also wenn selbst die das bestätigen, dass das definitiv auffällt, dann würde ich sagen, kann man das glauben. Da geht es halt einfach darum, der Luftdruck spielt eine große Rolle und so wie heute, man sieht, es ist ziemlich windig hier. Ich habe gerade vorhin nämlich nochmal in meiner App reingeguckt und wir haben aktuell Niedrigdruck, also wir haben keinen erhöhten Luftdruck. Und vielleicht soll ich auch mal ganz kurz erklären, was der Luftdruck eigentlich so ist. Der Luftdruck ist jetzt rein physikalisch und Wikipedia-technisch gesehen die Masse, die quasi auf uns runterdrückt, der Luftstrom, der Luft. What the fuck, I don't know. Ich weiß auch gerade nicht, wie man das richtig nennt, aber das ist auf jeden Fall die Luft, die quasi auf uns drückt. Und im Normalfall sind das 1013 Hektopascal, das ist so der Richtwert. Und von dem Druckwert geht man aus. Das heißt, alles, was drunter ist, ist niedriger und alles, was höher ist, ist höher. So, und was ist aber jetzt der perfekte Druck oder wie reagieren die Karpfen darauf? Im Endeffekt die Fische, die Karpfen sind ja sehr, sehr, sehr empfindlich, was die ganze Umgebungstemperatur anbelangt, also Wassertemperatur, Windrichtung, Luftdruck und so weiter. Und dementsprechend reagieren die halt auf den Luftdruck, wenn er sehr, sehr hoch ansteigt oder natürlich auch dementsprechend sinkt. Das heißt, am besten wäre natürlich, wenn der Luftdruck seit einigen Tagen gleich bleibt. Das wäre gut für uns zum Angeln. Wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel, der Luftdruck ist ultra gestiegen, es ist richtig heiß geworden und das jetzt schon seit ein paar Tagen, dann ist besser, du bleibst auch zu Hause, weil dann ist die Chance, dass du was fängst, relativ niedrig. Man kann zwar immer wieder trotzdem Fische fangen, das funktioniert, aber die Chance ist einfach niedriger, als wenn jetzt zum Beispiel der Luftdruck konstant gleich geblieben wäre seit einigen Tagen und ungefähr um die 1013 Hektopascal ist. Also Hektopascal ist die Angabe quasi, wie Luftdruck gemessen wird, also eigentlich in Pascal. Wir geben es aber in Hektopascal an. Wie kannst du den Luftdruck messen? Ich habe hier mein Smartphone mit dabei und das iPhone. Mittlerweile auch Samsung-Geräte, bestimmt auch andere Geräte, haben einen eingebauten Barometer. Und mit diesem Barometer kannst du den Luftdruck messen. Das heißt, ich kann den aktuellen Luftdruck nochmal nachgucken, den ich hier an meinem Standort habe und dementsprechend speichern und über ein paar Tage verfolgen. Und wenn ich merke, oh, okay, Luftdruck ist vollkommen gesunken, was für uns Angler eigentlich gut ist, weil wenn der Luftdruck sinkt, dann sollen angeblich auch die Fische mitsinken, sprich,
Klingt jetzt blöd, aber ist so, die Fische sind dann quasi mehr am Boden und fressen halt auch dementsprechend. Was jetzt aber nicht heißt, dass die Fische, wenn der Luftdruck zu hoch ist oder einfach verrückt spielt, gar nicht fressen. Das stimmt nicht, nur die werden dann wahrscheinlich, wird halt vermutet, ein bisschen fauler und gemütlicher und fühlen sich da halt einfach nicht wohl. Das ist wie, wenn wir uns hier bei 25 Grad in die Sonne legen, es geht kein Wind, dann fühlen wir uns angenehm wohl. Und wenn jetzt ein Wind kommt, dann wird uns kalt. Oder wenn sich die Temperatur ändert, wird uns unangenehm. Und genau das ist das. Ja, so, ich habe die 5 Minuten jetzt mehr oder weniger durch. Das Thema Luftdruck ist ewig lang. Also ich kann da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das, was du dir heute rausnehmen kannst aus diesem Video, ist quasi, achte auf den Luftdruck. Wenn der Luftdruck komplett schwankt über Tage, dann bleib lieber zu Hause, anstatt deine Zeit am Wasser zu verbringen. Außer du willst natürlich. Ich gehe auch trotzdem teilweise angeln, weil ich will ja einfach eine schöne Zeit haben. Aber wenn du viele Angeltage hast, dann wählst du die natürlich auch dementsprechend aus. Und ja, wenn der Luftdruck sinkt, ist das für uns gut, also für uns Angler. Das heißt, die Fische ziehen Richtung Grund, Richtung Boden, fressen, erhöhter Luftdruck. Fische fühlen sich nicht mehr so wohl. Fressen trotzdem, aber das sind dann nicht die perfekten Verhältnisse für uns. Ja, und wie sich der Luftdruck mit Windrichtung etc. und so weiter verhält, werde ich die Tage eben noch ein Video machen und euch erklären und das Ganze versuchen auch wieder so kurz als möglich zu halten, was ja scheinbar irgendwie nicht möglich ist, merke ich gerade. Aber stellt mal eure Fragen zum Thema Luftdruck am besten noch in die Kommentare unten rein und ich werde euch dann natürlich versuchen, darauf zu antworten. So, ansonsten sehen wir uns dann im morgigen Video wieder und ja, viel Spaß mit dem heutigen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und jetzt kommen wir natürlich zu dem Geschenk, was ich dir versprochen habe. Kurz davor noch ein kleiner Hinweis und zwar, wenn du mehr von diesen Videos haben möchtest, dann drück unbedingt den Abonnieren-Button von unserem Kanal Carb Solution und nicht vergessen, neben dem Button, links, rechts, keine Ahnung, da ist noch so eine kleine Glocke, die musst du unbedingt auch drücken, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn wir neue Videos hochladen. So, jetzt aber zum Geschenk. Und zwar, das größte Thema in unserer Facebook-Gruppe war das Thema Karpfen-Spots finden, Karpfen finden und einfach die richtigen Plätze dazu finden. Ja, um das ging es im Endeffekt. Und da dieses Problem einfach so groß war, habe ich eine dreiteilige Videoserie dazu gemacht. Und diese dreiteilige Videoserie werde ich dir schenken. Und zwar unterhalb von dem Video in der Beschreibung wieder findest du den Link dazu. Das Ganze nennt sich eben Karpfenspots finden, ist eine dreiteilige Videoserie. Einfach draufklicken, schnell mit der E-Mail-Adresse eintragen und ich schicke dir schon das erste Video zu. Ja, das war es im Endeffekt. Morgen geht es weiter mit dem nächsten Video. Diese 30-Tage-Challenge wird jetzt quasi hier auf YouTube auch hochgeladen. Und wenn du die vorherigen Videos, die eigentlich, naja, die Videos, die jetzt noch kommen, schon vorher sehen möchtest, dann solltest du unbedingt der Facebook-Gruppe Angeln auf Karpfen beitreten. Dort drin findest du nicht nur schon die Videos, die jetzt hier kommen werden, sondern du findest auch jeden Sonntag einen Livestream. Der ist mega bombastisch, ihr bestimmt das Thema und ich labere dann darüber und wir diskutieren gemeinsam über verschiedenste Themen. Ich lade auch immer wieder so Videos hoch. Ich teile viel, was ich persönlich an Erfahrung gemacht habe, an Praxis gesammelt habe. Und natürlich kannst du da drin auch deine eigenen Bilder posten. Ja, und einfach Spaß haben. Ich würde sagen, das war's jetzt. Nicht vergessen, Facebook-Gruppe beitreten, den Kanal unbedingt abonnieren und hol dir natürlich deine dreiteilige kostenlose Videoserie. Wir sehen uns dann morgen. Bis dahin, tschüss und ciao.